Das Jobcenter ist pleite. Leute, kein Spaß. Die Situation ist dramatisch. Das Bremer Jobcenter ist zahlungsunfähig. Sie haben es wirklich geschafft, dieses Land in so kurzer Zeit zu ruinieren. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Bundesregierung gibt die Zahlen der ausländischen Bezieher des Bürgergeldes preis auf Anfrage von René Springer aus Brandenburg, von der AfD-Fraktion selbstverständlich im Deutschen Bundestag. Und zeitgleich kommt die Meldung, dass das Jobcenter in Bremen zahlungsunfähig ist. Es geht um 65 Millionen Euro, die irgendwo sind, aber nicht da, wo sie sein sollten. Und was jetzt die Konsequenzen sind, ist noch gar nicht jedem wirklich klar. Es geht um die leeren Kassen in Bremen. Ihr wisst doch, in Deutschland, das Land der gleichen Lebensverhältnisse. Wie war das? In Bayern leben 12, irgendwas Prozent der Bevölkerung in Armut. In Bremen sind es über doppelt so viel, 26,9, soweit ich das im Kopf habe. Die Kassen, sie sind also spürbar leer in Bremen. Jetzt wurde bekannt, dass das Bremer Jobcenter seine Mittel für Bildungs- und Beschäftigungseinrichtungen für das laufende Jahr bereits ausgegeben hat. Also ihr müsst euch vorstellen, die haben Mittel zur Verfügung und die verplanen sie normalerweise auf 12 Monate. Und jetzt waren sie halt nach 6 Monaten schon aufgebraucht. Es geht um 65 Millionen Euro, die jetzt von Juli bis Dezember nicht mehr zur Verfügung stehen, weil man sie schon von Januar bis Juni ausgegeben hatte. Die Landesfrauenbeauftragte in Bremen, sie ist stinksauer. Es geht jetzt hier natürlich vor allem um Frauen, die das Nachsehen haben. Ich habe das Gefühl, es haben immer nur Frauen das Nachsehen, wenn wir irgendwo den Geldhahn zudrehen. Die Qualifizierungs- und Beschäftigungskurse, die hier stattfinden, sie werden jetzt nicht mehr vom Jobcenter gezahlt. Da sagen sie dann auch, es sollen Sprachbarrieren abgebaut werden, wo ich immer noch mal sagen muss, wie kann denn jemand bürgergeldberechtigt sein, der noch Sprachbarrieren hat, wenn er kein Ukrainer ist? Normalerweise müssen sie ja erst etwas länger, aber das ist eine andere Debatte. Sie wollen uns hier wieder verschaukeln, für dumm verkaufen. Aber sie merken so langsam, wenn sie jetzt die Antworten auf die Fragen der AfD rausgeben, dass sie eigentlich gescheitert sind. Und zwar ist der Anteil von ausländischen Beziehern von Bürgergeld im Vergleich zu Hartz IV von 20 auf 47% gestiegen in wenigen Jahren. Und das liegt nicht an den Ukrainern. Die machen heute, Stand heute, 12,8% aller Bürgergeldempfänger aus. Das ist nicht der Großteil, denn 48% der Bürgergeldempfänger sind Ausländer. Gehen wir die Zahlen im Einzelnen durch. 2010 gab es unter den Hartz-IV-Empfängern, muss man sie ja nennen, damals 19,6% Ausländer. Heute sind es 47,3%. Der Ausländeranteil in der Bevölkerung ist im gleichen Zeitraum von 9 auf 15% gestiegen. Also ganz klar bewiesen wurde hier Einwanderung in die Sozialsysteme betrieben. Das hat nichts mit keiner Integrationsleitung und so weiter zu tun. Die Leute, die hierher kommen und arbeiten wollen, können hier arbeiten, egal ob sie die Sprache sprechen oder nicht. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Aber die meisten, die haben keinen Willen, die sehen nur den Weg zum Jobcenter. In Bremen ist das jetzt zahlungsunfähig, da würde ich mir keinen Weg mehr machen, um dorthin zu gehen. Aber sie werden jetzt irgendwelche Taschenspielertricks wieder auspacken, um hier einfach weiter das zu tun. Die insgesamte Zahl der Empfänger ist im Vergleich zu 2010 sogar gesunken. Damals gab es 6,41 Millionen Hartz-IV-Empfänger, heute sind es 5,48 Millionen Bürgergeldempfänger. Allerdings hatten wir damals 1,25 Millionen Ausländer darunter, heute sind es 2,59 Millionen. Der Anteil hat sich also mehr als verdoppelt. Alleine von 2020 bis 2023 ist der Ausländeranteil am Bürgergeld von 37 auf 47% gestiegen. 10% in 3 Jahren. Und die Ukrainer, wie gesagt, es sind nur 704.000 Ukrainer im Bürgergeldbezug. Das sind 12,8% von allen Bürgergeldempfängern. Wenn man jetzt die Ukrainer noch herausrechnet, wenn man sagt, sie wären quasi nie gekommen, dann steigt der Ausländeranteil nochmal. Das ist das Problem, wenn der Ausländeranteil vorher schon hoch war und man bringt neue hinzu. Aber Mathematik ist lustig. Es geht jetzt hier vor allem um die größte Gruppe, die 16,7% der Bürgergeldempfänger mit nicht-deutschen Herkunftsländern. Es sind nämlich auch nicht-europäische Herkunftsländer: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. Diese Zahlen hat die Bundesregierung der AfD-Fraktion auf eine kleine Anfrage von René Springer geantwortet.
Und dann wundern sie sich, warum die Leute ihnen reihenweise von der Fahne gehen, warum die Leute anfangen, Rassismus im Alltag für normal zu befinden. Wir sind die Fremden im eigenen Land. Wir sind vor allem auch die Fremden in unseren sozialen Sicherungssystemen inzwischen geworden. Dort gibt es Verteilungskämpfe um die Plätze bei der Tafel, um die günstigen Wohnungen etc. Und was machen sie? Sie lassen weiter diese Armutsmigration zu. Das ist ja das Schlimme. Sie wollen sich freuen, dass wir Menschen geschenkt bekommen. Sie verachten diese Menschen, die wir geschenkt bekommen, denn es ist ihnen egal, dass sie am unteren Ende der Gesellschaft dann im Bürgergeld landen. Du und ich, wir regen uns auf, dass sie Leute hier reinlassen, die nie eingezahlt haben. Ich finde es allerdings schlimmer, was sie für ein Menschenbild haben. Da kommen Menschen, die auf der Flucht sind. Ja, da gibt es ja wirklich Menschen, die vorher auch mal was gearbeitet haben. Nicht alle, aber einige. Und die kommen dann hierher und dem Staat ist es völlig egal, was diese Leute machen. Dem Staat ist es völlig egal, ob diese Leute irgendwo... Und das schafft ja noch mehr Probleme. Der Staat, der kümmert sich ja nicht darum. Der Staat erfordert nicht. Von jedem Syrer, der hergekommen wäre, müsste man ja inzwischen ein B2 oder C1 Sprachniveau Deutsch abverlangen. Ansonsten wird er zurückgeschickt. Aber sie holen ja immer noch Leute. Das ist das nächste Thema. Sie haben das nicht verstanden, dass wir den Notstand ausrufen müssen. Den Notstand der sozialen Sicherungssysteme. Die Kosten für das Bürgergeld, sie knallen rauf von unter 40 auf über 45 Milliarden, nur von letztem auf diesem Jahr. Sie haben sich völlig verkalkuliert, weil sie gedacht haben, was soll schon groß passieren, wenn man sozialistische Träume umsetzt in die Realität. Genau das passiert. Die Leute, sie überlegen sich dreimal, ob es sich zu arbeiten lohnt. Jetzt wollen sie den zumutbaren Arbeitsweg erhöhen von 2,5 Stunden Pendelzeit auf 3 Stunden am Tag und den Radius um den Wohnort noch etwas weiterziehen. Das ist noch nicht mal mehr Stückwerk, das ist die Menschen verarscht. Ich habe selbst mal Hartz IV bekommen, ist ein ziemlich schlechtes, verkapptes System gewesen, aber am Ende bleibt nur festzuhalten, die Leute haben immer noch zu viel. Ja, auch wenn das jetzt Leute alles anders sehen, aber Leute, die am Existenzminimum unten leben, brauchen in meinen Augen kein Geld für Teilhabe an der Kultur. Diese ganzen Kosten, die da reingerechnet sind für Theatertickets und Kinokarten, ist ja alles Teil des Regelsatzes. Nein, das haben wir Leuten zu geben, die nicht erwerbsfähig sein können. Wir geben es denen, die es nicht wollen. Genau da ist der Fehler. Die, die nicht können, müssen von uns unterstützt werden in der Solidargemeinschaft. Wenn wir die unterstützen, die nicht wollen, dann haben wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, was irgendjemand bezahlen muss und auch eine Reichensteuer wird Saskia Esken und Kevin Kühnert und ihre Sozialisten mit ihren Träumen nicht retten, denn sie können nicht mit Geld umgehen. Sie können es absolut nicht. Wie viele Wochen haben sie jetzt gebraucht, um ein paar Prozent des Haushaltes zu ändern oder sich darauf zu einigen? Fragt mal jemand, der Chef von einer Firma ist oder so. Also wenn man 5% seiner Kosten nicht einsparen kann, hat man seinen Laden ziemlich schlecht im Griff. 5% ist ja nichts, ist ja absolut nichts. Und sie gehen immer noch davon aus, dass ihre Wachstumspakete irgendetwas zünden. Ich sage eins, sie zünden höchstens den Turbo in den Abgrund, ansonsten wird hier gar nichts mehr gezündet. Dieses Land hat fertig, es liegt am Boden, es wird alles ins Ausland transferiert, was irgendwie möglich ist. Sei das DAX-Konzern, sei das die Bürgergeldempfänger, sei das die Leute, die jetzt die Bezahlkarte bekommen. Jeder, der irgendwie was beiseite schaffen kann, versucht es beiseite zu schaffen. Nur der dumme Deutsche, du und ich, wir gehen weiter arbeiten und bezahlen diesem Staat die teuren, sauer verdienten Steuern, damit er diesen Schwachsinn weitermachen kann. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Beziehst du schon Bürgergeld? Hast du schon geplant, das Bürgergeld zu beziehen? Oder sagst du, es kommt mir nicht ins Haus? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos.